Herr Präsidentin, da Sie den gründenden Abschluss dieser Debatte angekündigt haben. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf den Besuchertribünen, wurde von den Vorrednern bereits mehrfach ausgeführt, eine gute Kinderbetreuung, ich denke, da sind wir uns alle einig, ist die beste Investition in die Zukunft eines Landes, einer Gesellschaft. Gerade eben Bildung beginnt bereits in der Kita, schafft nicht nur Chancengleichheit für unsere Kinder, sondern stellt bereits zu diesem frühen Zeitpunkt die Weichen auch für die weitere Entwicklung der Kinder. Daher bin ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, Herr Müller, Frau Brandner, sehr dankbar, dass Sie mit Ihren diesbezüglichen beiden Anträgen einen Beitrag dazu, Frau Brandner, Sie müssen aufpassen, Sie dürfen nicht zu viel schwätzen, einen Beitrag dazu leisten, dass das Thema der frühkindlichen Betreuung und Bildung auch in dem Maße in der öffentlichen Diskussion wiederzufinden ist, wie es ihm gebührt. Die Thematik des quantitativen, aber auch qualitativen Ausbaus der Kindertagesstätten wird uns die kommenden Jahre intensiv beschäftigen und eine zentrale Rolle in der Familienpolitik in unserem Lande spielen, genau wie es die letzten Jahre schon gespielt hat. Kollege Warnberg hat völlig zu Recht auf die Vorgängerin der jetzigen Familienministerin bereits hingewiesen, angefangen damals mit Frau von der Leyen, dann eben entsprechend hier über die Familienministerin Christina Schröder und jetzt Frau Schwesig. Ich bitte Sie, unser Lob durchaus auszurichten, Frau Staatssekretärin. Wir sind hier in einer guten Tradition und wir haben hier konsequent jetzt auch in der Großen Koalition den beschrittenen Weg fortgesetzt. Und da herzlichen Dank an die Koalitionspartner aus der SPD, dass wir das so gemeinsam und so harmonisch auf den Weg gebracht haben. Dank aber auch, weil ich in unseren Reihen sehe, an unseren Haushältern Alois Rainer, dass du immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen hast und gemeinsam mit der Kollegin von der SPD dafür sorgst, dass wir genügend Reibung zwischen Daumen und Zeigefinger haben, wenn es um kindliche, um familiäre Belange geht. Dafür herzlichen Dank und wie gesagt, mach weiter so. Wir brauchen dich auch die nächsten Monate bei den Haushaltsberatungen 2016 ganz heftig wieder. Meine Damen und Herren, allerdings, ja, so viel Zeit muss sein, meine Kollegen. Allerdings, und das wird Sie wundern, bin ich teilweise anderer Ansicht als Sie, die Kollegen von der Opposition. Ihr Vorwurf, der Bund, ja, ich komme schon noch zu Ihnen, Herr Müller, warten Sie. Ihr Vorwurf, der Bund habe sich nur geringfügig an der Finanzierung des Ausbaus der Kinderbetreuung beteiligt, geht fehl. Neben der größten kommunalen Entlastung durch die Übernahme der Kosten für die Grundsicherung, ist bei manchen schon vergessen, aber ist tatsächlich so, und bei der Erwerbsminderung sowie der Entlastung bei der Eingliederungshilfe im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes sorgt der Bund auch weiter für leistungsfähige Kommunen. Mit dem Gesetz zur weiteren Entlastung der Kommunen und Länder ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung stockt der Bund das Sondervermögen Kindertagesbetreuungsausbau um 550 Millionen auf rund 1 Milliarde Euro auf. Zudem erhalten die Länder in den Jahren 2017 und 2018 weitere 100 Millionen Euro zur Finanzierung der Betriebskosten für den Ausbau weiterer Betreuungsplätze. Mit dieser Entlastung, liebe Kolleginnen und Kollegen, leistet der Bund also sehr wohl seinen Beitrag für ein gesichertes finanzielles Fundament, um den wachsenden Bedarf an qualitativ, Sie müssen die Frage stellen, Frau Brandner, sonst geht es auf meine Zeit, um den wachsenden Bedarf an qualitativ guter Kindertagesbetreuung zu decken. Und das, obwohl, und das sage ich auch ganz deutlich, der Betreuungsausbau hin zu einem bedarfsgerechten Angebot originäre Aufgabe der Länder ist. Herr Müller, und nach Ihren Ausführungen werden wir als Bayern sehr wohl auf unsere Thüringer Nachbarn schauen, was in Thüringen unter einem Ministerpräsident Bodo Ramelow in den nächsten Jahren an Verbesserungen im Kita-Bereich eben entsprechend hier durchgeführt werden wird. Wir werden in wenigen Jahren sicherlich, Herr Müller, eine Bestandsaufnahme machen und gucken, was ist in Thüringen gut gelaufen. Er hat, es ist ja aus historischer Zeit noch, Sie wissen, woher das herkommt, ein Stück weit, mit Verlaub. Wir werden schauen, wie die qualitative und quantitative Betreuung in Thüringen weiter verbessert wird. Ich bin gespannt, wie schon gesagt, und wir werden das sicher noch darüber debattieren. Und Herr Müller, vielleicht eins noch, weil ich gerade bei Ihnen so schön bin. Sie haben vorhin ausgeführt, Sie wünschen, dass die Erzieherinnen nach Pfingsten noch möglichst lange streiken. Das wünsche ich nicht. Das wünsche ich nicht. Ich wünsche, dass die Kinderpflegerin möglichst bald wieder arbeiten können, weil ich sehr viele engagierte Erzieherinnen kenne, die sich darauf freuen, mit ihren Kindern zu arbeiten. Und ich will Ihnen eins sagen. Wir möchten ein vernünftiges Ergebnis. Wir möchten zufriedene Erzieherinnen, wir möchten zufriedene Eltern und wir möchten zufriedene Kinder. Und per se zu sagen, okay, Arbeit ist Teufelswerk, kann nur jemand sagen, der als Student vielleicht noch nicht im Berufsleben gestanden hat. Also es gibt viele erfüllte Erzieherinnen. Ich wünsche, dass die Erzieherinnen ein gutes Ergebnis für sie bekommen, dass nicht nur die ideelle, sondern auch die materielle Wertschätzung für diesen wichtigen Beruf, für die Frauen, für die Männer, denen wir das Wichtigste unserer Gesellschaft, unsere Kinder anvertrauen, dass das auch möglichst konsensual in den nächsten Wochen gelingt und nicht zu lange nach Pfingsten noch gestreikt werden muss. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen schöne Pfingstfeiertage
Gottes Segen und schöne sitzungsfreie Zeit. Danke.